Ja, ich habe gerade mal geguckt, da vorne unter den Bäumen, unter den Eichen, da ist nichts. Da oben ist zu viel Totholz. Das ist mir so ein bisschen zu lenk, auch wenn die Fläche da schön frei ist. Ich werde jetzt hier unter den Haselnusssträuchern mein Lager aufbauen. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, es fängt an zu dämmern. Ist doch schon später geworden, als ich gedacht habe. Ich fange jetzt mal an mit meinem Tarp, ich hole dich gleich wieder dazu. Okay, los geht's. Als ich eben hier angekommen bin, musste das alles schnell gehen mit dem Aufbau vom Tarp und so weiter. Weil es schnell dunkel wurde. Ich habe dann noch fix was zu essen gemacht. Ja, und dann fing es auch schon an zu regnen. Seitdem ist es dann allen durch am Regnen. Eben habe ich noch ein bisschen was gelesen. Jetzt höre ich einfach nur noch ein bisschen den Regen zu. Und ich glaube, ich schlage es gleich auch ein. Und dann hole ich morgen früh wieder dazu, wenn ich wach bin. Heute passiert eh nicht mehr viel. Morgen. Ich habe hier richtig gut geschlafen. Bin zwar immer mal wieder wach geworden durch den Regen, der auf das Tarp prasselt. Ja, jede Menge Wasservögel, die jetzt hier heute Morgen schon Radau machen. Aber das bin ich ja von meinem Waldgrundstück gewohnt. Und ich würde jetzt ein paar Minuten dösen, glaube ich. Und dann mal aufstehen. Und mir wahrscheinlich einen Kaffee machen. Und Porridge zum Wachwerden. Als kleine Stärkung. Dann alles abbauen. Zusammenpacken. Und ab nach Hause. So richtig schöne Luft hier. Kommt so eine leichte Brise über den See und dann hier durch die Haselnusssträucher durch. Ist also nicht zu stark. Richtig angenehm. Tja.
Ja, das war's für heute. Ein kurzer Ausflug, einfach nur eine kurze Übernachtung. Aber macht halt manchmal Laune. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir ruhig einen Daumen nach unten. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und kannst gerne wieder reinschauen. Würde mich freuen, wenn du mich begleitest.